Tagebot, wie war es? Aufregend. Aufregend. Hast wahrscheinlich auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Szene getroffen, oder? Ja, ein paar auf jeden Fall. Okay, das ist doch immer schön, wenn man hier so eine Art Klassentreffen an der Stelle hat. Ja, wir wollen mit dem Nationalmannschaftstalk weitermachen. Du bist tatsächlich Teil der Nationalmannschaft und ja, schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs im Kanusport. Wie kam es dazu? Also mir wurde das quasi mit auf den Weg gegeben von meiner Familie, weil meine Mama selber auch so aufgewachsen ist. Und ja, so wurde ich dann auch relativ früh ins Boot gelegt. Mit 2 Wochen fing das an bei mir. Ja, anfangs war das ziemlich entspannt, weil ich da sehr gut schlafen konnte. Also besser als jeder Kinderwagen, würde ich sagen. Das warst du auch schon, ja. Es scheint genau, da war ich ein Stück älter, aber ja, genau. Und irgendwann ging es dann, ich weiß nicht, mit 5, 6 Jahren in mein eigenes Kajak dann, wo ich sehr happy war darüber, dass ich auch mal alleine fahren konnte und ja, selber bestimmen konnte, wohin die Fahrt ging. Und dann habt ihr tatsächlich auch mit der Familie größere Reisen dann immer mal wieder unternommen, ne? Also ja. Tagestour bis hin zu Mehrtagestouren, was war da alles dabei? Ja, also ein großes Highlight, kommen jetzt ein paar Bilder zu, das war 2004, da war ich gerade 5 Jahre alt, sind wir nach Kanada geflogen, nach Whitehorse. Und waren da 6 Wochen ja, von allem abgeschieden in der Wildnis unterwegs und mit unserem Kanadier, wo wir alle Sachen drin hatten, unser Essen und haben dann halt selber auch geangelt, um ja, ein bisschen was zu essen zu bekommen. Das war eine 3-Generationen-Tour, ne? Dein Opa war dabei, deine Eltern und dein Bruder. Ja, genau. Mein Bruder ist 3 Jahre älter, der war mit dabei, mein Opa halt. Und in dem Jahr war relativ viel Waldbrand da in Kanada, deshalb waren die ganzen Tiere auch ziemlich nah am Fluss. Deshalb haben wir dementsprechend auch sehr viel zu sehen bekommen und auch sehr nah. Ja. Keine Angst gehabt? Damals noch nicht so das Verständnis, glaube ich, davon gehabt, mit 5 Jahren Angst zu haben. Und, aber es gab auch keine Situation, wo das irgendwie brenzlig war. Okay, aber das war schon Abenteuer, ne? Das war schon totale Wildnis, wo ihr da unterwegs wart. Da war nichts mit abends mal bei McDonald's oder so vorbeifahren. Ihr habt dann wirklich da eben auch übernachtet und ja, Lagerfeuer gemacht, euch da verpflegt, ne? Ja, genau. Da nimmt man halt alles für 6 Wochen mit, muss man vorher halt gut planen, was man alles dabei hat, gerade wenn man halt kleine Kinder dabei hat. Aber wenn man das alles gut durchgeplant hat, von vorne bis hinten, dann passt das. Nur Touren fahren wurde dir dann aber irgendwann zu langweilig. Dann ging es für dich dann tatsächlich auch in wilderes Wasser. Ja, also als ich dann halt im eigenen Boot saß quasi, ja, kam der Wettkampfsport dann irgendwann dazu. 2007 bin ich meine erste Schülermeisterschaft im Kanuslalom gefahren. Ja, da ging es dann auch relativ schnell mit vielen Wettkämpfen und guten Wettkämpfen. Und nachher kam dann zum Slalomsport noch der Wildwasser-Rennsport dazu, wo es also nicht darum geht, einfach durch die Tore zu fahren, sondern gerade runter, so schnell es geht. Ja. Aber erklär uns jetzt einmal an dem Beispiel hier, was ist die Herausforderung beim Kanuslalom? Die Herausforderung ist einfach, dass man quasi Kraft mit Eleganz und Konzentration alles so zusammen kombinieren muss, dass man also die Strecken auch vorher nicht weiß, die man fährt. Man am Nachmittag vor dem Rennen quasi werden die Strecken gehangen von Leuten, die dafür bestimmt worden sind. Und man ist zwar im Training schon einzelne Passagen gefahren, aber weiß natürlich nicht in der Regel, wie das am Ende wirklich hängt. Okay, das heißt, ihr dürft euch die Strecke vorher anschauen, ihr dürft sie aber nicht vorher paddeln. Ja, genau. Also okay. Dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dass man sich darauf vorbereitet dann. Und ja, man kann halt so ein paar Strategien verwenden. Zum Beispiel, ich habe mir das damals oder auch heute noch sehr oft aufgemalt, damit man halt eigentlich auch im Schlaf weiß, welches Tor als nächstes kommt und wo das genau hängt. Und, ja. Ihr müsst dann das Wasser lesen können. Wie liest man Wasser? Jetzt musst du uns mal helfen. Also im Grunde, sag ich jetzt mal, ist das nicht so einfach. Wenn man das halt von Anfang an mitbekommen hat, fällt einem das sehr leicht, sag ich jetzt mal. Ist einfach damit gemeint, dass wenn man jetzt eine Strömung, egal wie stark die ist, halt rausfährt, auch aus dem Kehrwasser zum Beispiel, dass man halt automatisch weiß, in welche Richtung man sich lehnt und wie doll. Und ja, wenn man das halt nicht so automatisch machen kann, quasi muss man sich halt erst ganz genau angucken, wie stark ist die Strömung, fahre ich da jetzt raus und mache einen dolleren Schlag oder ja. Mit 16 kann man, glaube ich, erstmals der Ruf Nationalmannschaft, ne? Ja, relativ früh im Slalom bin ich ja mit 16 in die Junioren-Nationalmannschaft gefahren, das erste Mal. Das war auch sehr überraschend eigentlich, weil man halt 4 Jahre quasi Zeit hat, Junioren zu fahren. Und normalerweise ist es ja logisch, dass die Älteren eigentlich besser sind in der Regel. Ja, da bin ich in dem Jahr halt auch Junioren-Europameisterschaft gefahren in Polen, in Krakau. Was ein sehr schönes Erlebnis war, so international an den Start zu gehen das erste Mal. Und
Da steckt aber auch verdammt viel Training hinter, oder? Ja, das stimmt. Also mittlerweile tue ich so 10 bis 12 Mal in der Woche, also fast 2 Mal am Tag. Wobei im Winter halt sehr viele Einheiten auch im Kraftraum mit Stabilisationstraining und halt Krafttraining mit Gewichten stattfinden, also nicht immer auf dem Wasser. Jetzt studierst du an der Sporthochschule in Köln, musst also quasi rund um dein Studium das Training bauen. Wie sieht dann so ein täglicher, ja, so ein Tagesablauf bei dir aus? Ja, also, dass ich Sport studiere, kommt natürlich ziemlich gut, dass ich währenddessen auch noch paddel. So nehmen die auch sehr viel Rücksicht darauf und dadurch, dass ich mir meinen Stundenplan halt mehr oder weniger selber strukturieren kann, ist da auch ja, ziemlich viel Platz für Training. Das heißt, normalerweise bin ich morgens in der Uni unterwegs, wobei das eigentlich pro Tag immer sehr stark variiert ist. Training ist halt wichtig dann an der Stelle. Ja. Wo soll es hingehen mit dem Studium? Also ich studiere Sport und Gesundheit, was so ein bisschen in Physiotherapie-Richtung geht. Und ich hoffe, dass ich später vielleicht im Reha-Bereich lande und arbeiten kann und ein bisschen Gesundheitssport und gerade für Senioren auch. Wie ist der Plan? Wann soll das Studium durch sein? Dazu muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich länger brauche als die Schule. Was natürlich am Sport liegt. Genau, aber das macht sich halt, also es passt halt im Moment und ich denke mal, ich weiß nicht. Ein paar Semester werde ich schon noch spielen. Also, du hast ja keinen Stress dann an der Stelle. Jetzt ist für dich der Paddelsport ja sehr, sehr breit. Ne? Auch wenn du jetzt im Kanuslalom dann teilweise unterwegs bist, im Wildwasser unterwegs bist, auch Stand-Up-Paddeln, Kanadier, das ist für dich, gehört sozusagen alles mit dazu. Macht es das auch aus dann an der Stelle, dass es eben so breit ist? Ja, also für mich persönlich macht es das auf jeden Fall aus. Dadurch, dass ich halt nicht in dem Wettkampfsport quasi aufgewachsen bin, ist das halt eigentlich so ein Teil vom Leben quasi. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal aufhören sollte, Wettkämpfe zu fahren, werde ich auf jeden Fall nie mein Boot weglegen, weil das einfach unvorstellbar ist, sagen wir so. Und ja, ich finde das persönlich halt total toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich auf dem Wasser vorzubewegen. Also sei es jetzt im Sommer vielleicht mehr auf dem Sub, weil es halt wärmer ist oder halt im Wildwasser. Oder mit der ganzen Family im Kanadier dann mal wieder. Ne? Ja. Viele Möglichkeiten. Wo trainierst du? Ich wohne eigentlich direkt am Rhein, also ich habe so 50 Meter von der Garage zum Wasser, Gott sei Dank. Ein großer Luxus auf jeden Fall, also ich nehme einfach mein Boot und gehe zum Rhein und gehe aufs Wasser. Und, aber wenn ich jetzt auf Tore trainieren will, fahre ich in die Nähe von Düsseldorf in Neuss, das ist so eine kleine Strecke, da haben die ein paar Tore aufgehangen und da kann man dann gut ja, die Technik lernen. Der Urlaub wird wahrscheinlich dann auch immer danach ausgerichtet, wo Wasser in der Nähe ist. Ne? Also ein typischer Strandurlaub ist, glaube ich, für dich nichts, oder? Nee, das tatsächlich eher nicht. Und ich bin halt auch in den Alpen unterwegs, weil da halt ja, wildere Flüsse sind. Und aber nicht nur jetzt vom Paddeln her sehr interessant, sondern auch von der Landschaft und ganz schön. Also wir gehen auch ab und zu dann wandern und sind also nicht die ganze Zeit im Boot unterwegs. Jetzt ging es zuletzt für dich auch tatsächlich nach China. Wie kam es dazu? Ich würde sagen, ziemlich überraschenderweise. Also da wurden insgesamt 5 Sportler aus Deutschland vom Wildwasserrennsport eingeladen, vom chinesischen Kanuverband. Und ja, die uns das auch finanziert haben. Einfach aus dem Hintergrund, dass dieses Jahr im Dezember da im Wildwasserrennsport der Weltcup wahrscheinlich stattfinden soll. Und das war so ein bisschen ein Testrennen. Wir wurden eingeladen und sollten da halt die Testrennen fahren auf den Strecken, die wahrscheinlich auch gefahren werden. Wobei halt der Kulturaustausch auch eine große Rolle spielt. Heißt aber dann, der chinesische Kanuverband hat Geld an der Stelle und kann sich das leisten, sozusagen auch Sportler von anderen Nationen einzuladen. Ja, also das ist halt komplett was anderes in China. Da werden halt so Sportarten wie Kanusport, was halt hier in Deutschland leider nicht so populär ist, sehr stark unterstützt, je nachdem, ja. Ihr hattet da dann auch tolle Möglichkeiten, tatsächlich zu paddeln. Das sind jetzt zwar keine Bilder aus China, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, aber genau. Auch hier sieht man, welch wildem Wasser hier sozusagen. Ja genau, das ist jetzt in Lofa, in der Teufelsschule in Österreich, da waren wir im Sommer 3 Wochen unterwegs. Also und in Österreich überall sind da ziemlich gute Strecken gefahren und ja, hatten komischerweise immer genau die perfekten Pegelstände, was uns sehr gefreut hat. Also, wie macht man so wildes Wasser für sich kontrollierbar an der Stelle? Natürlich spielt das eine große Rolle, mit wem man auf dem Wasser ist. Also man muss den Leuten immer hundertprozentig vertrauen und ja, das tue ich aber auf jeden Fall auch, weil ich meistens mit meinem Bruder noch einem sehr guten Paddler, einem Freund aus Österreich unterwegs bin. Und da weiß ich einfach, egal was passiert, die würden mich auf jeden Fall rausholen. Und, ja. wie,
Wie sichert man dann zum Beispiel schwierigere Abschnitte? Auf jeden Fall steigt man erstmal aus und guckt sich die von außen an, halt. Von so vielen Seiten wie möglich, damit man auf jeden Fall einen guten Überblick bekommt. Und dann bespricht man meistens so die Linie, wo man fahren würde. Und meistens ist es so, dass einer unter der Stromschnelle dann im Boot sitzt, um dem zu helfen, der halt runterfährt. Okay. Und meistens noch einer dann am Rand mit dem Wurfsack, um von außen auch zu helfen, wenn was passieren sollte. Was ist im Wildwasser besonders gefährlich? Welche Stellen? Ich würde sagen, gefährlich ist es auf jeden Fall, wenn das Wasser unter einen Stein drückt, also wenn man quasi auf einen Stein zufährt und man wird nicht weggedrückt automatisch, sondern es zieht halt runter. Das ist Unterspülung quasi. Ja, genau. Sollte man sich sehr stark von fernhalten auch. Okay. Aber wo fern? Das ist ganz fern, das ist jetzt China. Ja, genau. Hier sind wir in China, sind wir über Peking geflogen, haben die verbotene Stadt so ein bisschen Kultur gemacht, wurden auch in die Schule quasi eingeladen und ziemlich lieb empfangen von den ganzen Schülern. Was sehr interessant war auf jeden Fall. Ihr habt noch keine Europäer gesehen, oder? Ja, genau, wir waren sehr besonders. Wurden angefasst, fotografiert und alles. Also unvorstellbar eigentlich. Wo ist das? Da sind wir weiter nach Mini gefahren. Das war so eine Stunde von dem Ort, wo wir gelandet sind quasi. Das war eine relativ spontane Aktion. Da haben wir die Möglichkeit bekommen, auf dem Slalomkanal zu trainieren, der sehr stark war, fand ich. Also, waren wir alle sehr happy drüber und da sind wir abends halt ein bisschen noch auf dem flachen Wasser gefahren, weil es ja so schön war mit den Lichtern. Und das war eine spezielle Feierlichkeit dann, wo ihr da wart? Ja, also hier sieht man eine Eröffnungsfeier von den beiden Wettkämpfen, die wir in China hatten. Die Chinesen haben sich sehr viel organisiert für uns und was uns auch sehr gefreut hat, weil das gerade halt in Deutschland nicht so ist quasi. Und ja, hatten wir halt sehr schöne Eröffnungsfeiern mit den Einheimischen, wo wir dann auch deren Hüte tragen durften und ein bisschen mit denen tanzen mussten. Wie war es Essen? Gewöhnungsbedürftig. Ja, okay. Speziell, also wir waren in einer Region, wo es sehr scharf war, das haben auch die Einheimischen gesagt. Aber in China gibt es halt dann auch mal gewisse Insekten zu essen. Ich war da persönlich nicht so von überzeugt und habe mich eher an Reis und Obst gehalten, also das, was man von zu Hause kannte. Meine Teamkameraden haben da waren ein bisschen probierlustig und okay. Wie man jetzt gleich sieht, haben dann auch mal so eine Made aus dem Fluss probiert. Also sie haben es überlebt, es ging nicht schlecht danach, aber ich hätte es nicht gemacht auf jeden Fall. Aber irgendwas musstet ihr ja essen, ne? Weil es stand noch ein Wettkampf an. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, in der ersten halben Zeit von den 3 Wochen habe ich mich, glaube ich, 3-mal am Tag von Reis ernährt und so ein bisschen Obst. Es war irgendwann dann nicht mehr so abwechslungsreich, aber es ging schon. Was war es dann für ein Fluss, den ihr später bepaddeln durftet? Hier, das ist der Salween River. Da sind wir an die Grenze zu Myanmar gefahren, also ins Gebirge, was auch, ich glaube, einer der drittgrößten Canyons ist auf der ganzen Welt. Dementsprechend war das Wasser auch wilder und der Kanusport war halt in China sehr populär, sag ich jetzt mal. Deshalb wurden wir auch die ganze Zeit gefilmt und es wurde halt alles live übertragen. Finde ich ein bisschen ungewohnt an der Stelle, ne? Dass so viel Aufmerksamkeit auf einmal auf der Sportart war und auf dir war. Ja, also ich muss sagen, in meinem Trainingslauf quasi war ich ziemlich entspannt, obwohl das halt schon gut Wasser war, was man da runtergefahren ist. Aber im Wettkampf hat mich das dann schon ein bisschen beeinflusst, sag ich jetzt mal, dass die ganze Zeit die Kamera auf einen gerichtet war und alles live übertragen wurde. Also. Heißt, für die vorderen Plätze hat es dann an der Stelle nicht ganz gereicht? Nee, meine Linie war leider nicht so gut im Wettkampf. Es sind leider aber auch nur 4 gestartet und ich war halt die Jüngste eigentlich, die gestartet sind. Aber es hat sich einfach gelohnt für das Gefühl, dass man unten angekommen ist und einfach, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also man sieht halt die Stromschnelle von oben und es sieht eigentlich alles relativ klein aus und dann fährt man halt mit seinem kleinen Boot da durch und plötzlich schließt einen das Wasser so ein. Und das scheppert ordentlich, das haben wir schon gesehen, ja. Ja. Also sprich, du hast viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Ja, auf jeden Fall. Die werden auch immer in Erinnerung bleiben. Wo soll es hingehen? Gibt es so Fernziele, wo du sagst, das möchte ich gerne erreichen in meiner Sportart? Ja, also ich denke mal, es gibt natürlich einen großen Traum, den Sportler immer haben wahrscheinlich. Ob der jetzt zu erreichen ist oder nicht, ist immer so eine Sache, weil halt immer nur einer fährt. Aber mal gucken, auf jeden Fall immer das Beste rausholen und gute Läufe fahren.
und wahrscheinlich weiterhin die Breite sozusagen nutzen im Kanusport. Also wir werden dich in unterschiedlichsten Bootstypen und Bootsformen auch weiterhin sehen. Ja, genau, denn ich finde, das macht es eigentlich halt aus, dass man so vielseitig ist. Und Sie, meine Damen und Herren, sollten das auch nutzen, schlicht und ergreifend, diesen kunterbunten Kanusport mal zu testen. Hier unter anderem auf dem Kanu-Kanal. Dort liegen alle Bootstypen oder fast alle Bootstypen auch mal zum Testen raus, die Sie tatsächlich dann auch mal kostenlos bepaddeln können. Maren Lutz, ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, nicht nur im Studium, sondern auch in deinem Sport. Und bin gespannt, was wir demnächst noch von dir hören werden. Ja, Maren Lutz, dein Applaus. Dankeschön.